Während die Kicker von Red Bull Salzburg dem SV Mattersburg mit 0:1 unterlagen, hofften die Basketballer der BBU Salzburg auf einen Sieg. Denn sie trafen zeitgleich in der Sporthalle Alpenstraße auf die Mattersburger Rocks. Gegen die Mattersburger Rocks in den grünen Dressen konnte Salzburg bisher nichts gewinnen. Die Basketballer aus dem Burgenland sind eines der stärksten Teams der zweiten Bundesliga, aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und damit fix fürs Meisterplayoff qualifiziert. Im letzten Spiel für die Salzburger in der Saison 2011-2012 will die Heimmannschaft noch einmal so richtig Gas geben. Ja, wir haben heute hier die BBU Salzburg gegen die Mattersburg Rocks. Die Mattersburg Rocks sind eines der stärksten Teams der zweiten Basketball-Bundesliga, die dieses Jahr zum ersten Mal österreichweit gespielt wird. Und die Mattersburg Rocks sind gespickt mit erfolgreichen ehemaligen Erstligaspielern und auch internationalen Stars. Es wird heute eine sehr schwere und hoffentlich aber spannende Partie. Unsere Saison gleicht eher ein bisschen einer Achterbahnfahrt. Leider, einmal spielen wir sehr gut und sehr knapp, ein anderes Mal verlieren wir sehr deutlich. Und ich hoffe, dass wir heute beim letzten Saisonspiel wirklich nochmal Gas geben können und den Fans zeigen können, dass wir es eigentlich drauf haben. Vor rund 300 Zusehern starteten beide Teams sehr verhalten in die Partie. Keine der beiden Mannschaften konnte im ersten Viertel so wirklich überzeugen und so stand es nach eher schwachen 10 Minuten 14:7 für die Gäste aus dem Burgenland. Das zweite Viertel begann mit mehr Spannung und vor allem mit mehr Punkten. Auf Mattersburger Seite war es vor allem Sebastian Pinteritz, der den Vorsprung der Burgenländer am Leben hielt. Doch die BBU ließ sich nicht abwimmeln und blieb bis zur Halbzeit zumindest auf 11 Punkte dran. Mit 37:28 ging es in die Kabine. Leider konnten die Salzburger im dritten Viertel nicht mehr mithalten. Den Hausherren gelang nun so gut wie gar nichts mehr. Unzählige, unnötige Ballverluste machten es den routinierten Mattersburger leicht, Korb um Korb zu erzielen. Trainer Bernd Wimmer war mit seiner Mannschaft sichtlich nicht zufrieden. Hier tankt sich noch einmal Richard McNutt durch und stellt auf 29:38. Aber die Mattersburger wurden immer stärker und nach 30 Minuten stand es 39:60 aus Sicht der Hausherren. Im letzten Abschnitt brachen die Salzburger dann völlig ein. Die BBU Salzburg wurde nun regelrecht von den Mattersburger Rocks überrollt. Salzburg konnte nicht mehr dagegenhalten. Da halfen auch die taktischen Anweisungen von Trainer Bernd Wimmer nicht mehr. Das Spiel endete mit einem auch in dieser Höhe völlig verdienten Sieg der Burgenländer mit 48:86 Punkten. Die Topscorer bei Salzburg waren McNutt mit 10, Veit mit 8 und Schneider mit 7 Punkten. Damit beendet Salzburg die Saison auf dem 9. Platz und hofft in der neuen Meisterschaft auf eine bessere Platzierung. Okay, vom heutigen Spiel ist leider nicht so verlaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Gerade am Anfang, das erste Viertel, haben wir wieder mal verschlafen. Wir haben uns dann im zweiten Viertel nochmal rangekämpft, nochmal den Vorsprung verkürzt. Dann Halbzeitpause, sehr emotionale Ansprache von unserem Coach, der uns nochmal ein bisschen wachgerüttelt hat für das dritte Viertel am Anfang. Aber im Endeffekt war es, wie es die ganze Saison lang war, viele Eigenfehler, viele blöde Ballverluste und Turnovers, die uns am Ende dann doch noch den relativ deutlichen Sieg für die Mattersburg ermöglicht haben. Also alles in allem war es kein schlechtes Spiel, aber es war einfach unnötig, so hoch zu verlieren. Über das heutige Spiel gibt es eigentlich nur das zu sagen, dass es die ganze Saison schon so war wie das heutige Spiel. Wir haben so Auf und Abs. Die Aufs waren halt leider sehr kurz und dann fallen wir irgendwie in ein Loch, wo wir uns selber nicht mehr ausziehen können. Und das haben wir heuer schon ein paar Mal gesehen. Schwierig, schwierig. Es ist die Liga stärker, als wir geglaubt haben. Aber das soll nicht als Ausrede gelten, weil das hätten wir ab Weihnachten einfach dann merken müssen. Wir können Spiele nur dann gewinnen, wenn wir mit dem Kopf und Herz zu 100% bei den Spielen sind. Und bei manchen Spielen habe ich einfach nicht das Gefühl, dass das so ist. Ja, leider haben wir jetzt am Ende noch sehr deutlich verloren. Die erste Halbzeit war in Ordnung. Da waren wir knapp dran. Im Basketball sind 10 Punkte Rückstand nicht viel. Am Ende war es dann doch deutlicher wieder mal. Sind wir leider eingeknickt. Bin aber nicht so sehr enttäuscht. Wir haben einfach sehr viele junge Spieler. Das war geballte Erfahrung auf der anderen Seite. Ich glaube, den Fans hat es gefallen. Das ist das Wichtigste. Und wir planen schon für die nächste Saison.
Und wie wir alle wissen, ist ein Mehrjahresprojekt, um erfolgreich zu sein. Deswegen ist das hier und heute kein Beinbruch. Und trotz allem, weil es eine aufregende Saison in einer neuen, sehr starken Liga. Wir danken euch, wir danken den Fans fürs Kommen.